Bei einem Unfall fährt ein Wagen mit 72 Kilometer pro Stunde frontal gegen eine Wand. Der Wagen zerbeult und wird um 45 Zentimeter kürzer. Dann steht er. Berechne die Verzögerung, die er erfährt, sowie die Aufpralldauer. Diese GGBW stellen wir so dar und wir wissen, dass die Endgeschwindigkeit V 0 Meter pro Sekunde beträgt. Die Anfangsgeschwindigkeit V0 beträgt 72 Kilometer pro Stunde, das heißt 72.000 Meter pro 3.600 Sekunden oder auch 20 Meter pro Sekunde. Die zurückgelegte Strecke x beträgt 45 cm, also 0,45 Meter. Was gefragt ist, sind die Beschleunigung a, die wir in Meter pro Quadratsekunde ausdrücken, und die Zeit t, die wir in Sekunden ausdrücken. Und um diese zwei Größen herauszufinden, nutzen wir diese zwei Formeln einer GGBB. Beginnen wir mit dieser ersten Formel, in der wir V durch 0 ersetzen können und V0 durch 20. So ergibt sich, dass A mal T minus 20 beträgt. Diese Gleichung alleine reicht nicht, um A und T herauszufinden. Wir haben hier eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Machen wir weiter mit der zweiten Formel. Diese. In dieser Formel ersetzen wir x durch 0,45 und V0 durch 20. So erhalten wir diese Gleichung, die aber auch die zwei Unbekannten a und t enthält. Das t² haben wir geschrieben in Form von t mal t, und so erkennen wir hier das Produkt a mal t. Und wir wissen, dass dieses Produkt a mal t minus 20 ergibt, und deshalb dürfen wir dieses Produkt durch minus 20 ersetzen. Somit haben wir diese Gleichung, die als Unbekannte nur noch t enthält. Diese Differenz führt zu 10 mal t. Also ist t gleich 0,45 geteilt durch 10. Und somit haben wir die Zeit t gefunden. Sie beträgt 0,045 Sekunden. Jetzt kennen wir aber t, und deshalb machen wir weiter mit dieser Gleichung. A mal t gleich minus 20. Wir ersetzen darin das t durch den jetzt bekannten Wert, und somit finden wir als Beschleunigung minus 444,4 Periode Meter pro Quadratsekunde. Wir bemerken, die Beschleunigung ist streng negativ, denn diese GGBB ist eigentlich eine verzögerte Bewegung.